Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 15, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD für ein Gesetz zur Erweiterung der Lernmittelfreiheit im Hessischen Schulgesetz. Ein bisschen leiser wäre ganz schön. Mit der Drucksache 20-7698 zu Drucksache 20-6052 zusammen mit dem Änderungsantrag der Fraktion der AfD mit der Drucksache 20-7727. Und bevor ich den Herrn Abgeordneten Scholz zur Berichterstattung bitte, würde ich Sie bitten, dann auch zu signalisieren, ob Sie eine dritte Lesung beantragen. Dann brauche ich nicht zu gongen, dass wir demnächst abstimmen, weil dann haben wir nichts zum Abstimmen. Gut, dann bitte Herr Abgeordneter Scholz zur Berichterstattung. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit Zustimmung der CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE gegen die AfD den Gesetzentwurf zur Erweiterung der Lernmittelfreiheit im Hessischen Schulgesetz in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, und Sie haben auch gleich das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Wie soeben von mir berichtet, haben alle anderen Fraktionen unsere Novellierung des Hessischen Schulgesetzes in Form einer Erweiterung der Lehrmittelfreiheit um digitale Endgeräte für jeden unserer Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 in der letzten Sitzung – herzlichen Dank – des Kulturpolitischen Ausschusses abgelehnt. Das ist überaus bemerkenswert, meine Damen und Herren, denn zur vollumfänglichen Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehören heutzutage neben Schulbüchern selbstverständlich auch digitale Endgeräte, und zwar für alle Schüler unserer weiterführenden Bildungseinrichtungen. Die Lernmittelfreiheit, meine Damen und Herren, ist im Übrigen eine Kernforderung der Revolution von 1848. Ziel war es, Bildung für alle Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern zu ermöglichen und somit die Erzeugung von Chancengerechtigkeit zu befördern. Ungeachtet dessen dokumentieren Sie eines erneut, meine Damen und Herren der Konsensfraktionen, der Geist des demokratisch gesteuerten Weges hin zur besten Lösung ist Ihnen fremd geblieben. Dem Wohl unserer Schüler begegnen Sie auch mit dieser Ablehnung mit einer erschreckenden Gleichgültigkeit. Ich gehe noch weiter. Sie stellen wiederholt Ihr vergleichsweise unbedeutendes Fraktionswohl über das Wohl unserer Kinder. Lassen wir zunächst Pars pro Toto Genossin Kula von der Fraktion DIE LINKE zu Wort kommen, welche in der Plenarsitzung am 6. Mai 2020 zum Thema digitale Teilhabe aller SchülerInnen statt Digitalisierung als Selbstzweck ausführte. Zitat: In Hessen gilt die Lehrmittelfreiheit für Lernsoftware und Schulbücher. Also muss sie auch für digitale Endgeräte gelten, ohne die eine Lernsoftware nicht nutzbar ist. Zitat Ende. Sehr richtig, Frau Kula, bei diesen Worten beließen Sie es denn, aber auch passiert ist nichts. Zweitens. Die schulpolitischen Sprecher von SPD und GRÜNEN aus NRW kritisierten anlässlich der Novellierung des Schulrechtsgesetzes die schwarz-gelbe Landesregierung, weil diese, Zitat, digitale Endgeräte wie Tablets nicht in die Lernmittelfreiheit einbezieht. Zitat Ende. Der Abgeordnete Diefenbach von der hessischen GRÜNEN-Fraktion unternahm in der letzten KPA-Sitzung eine tiefschürfende Analyse der schriftlichen Stellungnahmen zu unserem Gesetzentwurf mit dem Ergebnis, dass dabei Mitnahmeeffekte durch reiche Familien zu erwarten seien. Sehr geehrter Herr Diefenbach, nennen Sie uns doch bitte eine einzige allgemeine staatliche Zuwendungsmaßnahme ohne Mitnahmeeffekte. Für Ihre Antwort bedanke ich mich schon im Voraus.
Weiter. Die bayerische FDP-Landtagsfraktion forderte im Januar 2021 einen Rechtsanspruch auf, Zitat, ein individuell und für zeitgemäße schulbezogene Anwendungen nutzbares digitales Endgerät mit den benötigten Anwendungen an weiterführenden Schulen und forderte weiter, dass die Lehrmittelfreiheit im Schulfinanzierungsgesetz entsprechend angepasst werden solle. Die bayerische FDP legte sogar einen diesbezüglichen Gesetzentwurf vor. Der hessische Ableger der selbsternannten Digitalisierungspartei FDP jedoch lehnt einen Gesetzentwurf annähernd gleichen Inhalts ab. Dumm nur, dass er diesmal von der AfD kommt, nicht wahr? Verehrte Freie Demokraten, Sie haben dem vom Geist der Demokratie scheinbar nichts begriffen, jedoch mehr und mehr vom Verhalten innerhalb eines Parteienkartells. Die bildungspolitische Sprecherin der Bayerischen Landtagsfraktion der SPD forderte von den Regierungsfraktionen des Landtages und der Staatsregierung mehr Engagement für die digitale Ausstattung der Schulen. Ihre Fraktion setzte sich dafür ein, digitale Endgeräte unter die Lehrmittelfreiheit fallen zu lassen. Ich zitiere, wenn wir es nicht schaffen, die Schülerinnen und Schüler mit Geräten auszustatten, verschärfen wir die ohnehin bereits vorhandene soziale Ungleichheit. Das können wir nicht zulassen. Zitat Ende. Die hessische SPD-Fraktion scheint hiervon nichts mitbekommen zu haben. Das erklären hier auch einige Gesichter. Zu Ihrer Information. Die Bundes-SPD veröffentlichte bereits 2020 nach einem gleichlautenden Beschluss das Positionspapier Digitale Lernmittelfreiheit für alle. Bleiben wir bei der SPD. Im November 2021 forderte der Hessische Städtetag die Landesregierung auf, vor dem Auslaufen der Bundes- und Landesprogramme zum Digitalpakt Schule Ende 2023 mit den Kommunen Regelungen über Zuständigkeit und Finanzierung für digitales Lernen in Schulen zu treffen. Hierzu die Gießener SPD-Stadträtin Eibelshäuser, Zitat, digitales Lernen in den Schulen brauche klare Regeln über Zuständigkeit und Finanzierung. Das Land muss das digitale Lernen dauerhaft finanzieren. Und weiter. Nach dem Hessischen Schulgesetz habe das Land die Lernmittelfreiheit zu garantieren. Es finanziert bereits die Schulbücher, und daher sei es folgerichtig, dass das Land auch die Kosten für die digitalen Endgeräte zu übernehmen habe. Offenbar unterstützt auch die SPD-geführte Hessische Städtetag unseren Gesetzentwurf. Wir sagen an dieser Stelle Danke. Meine Damen und Herren, in diesem Hause herrscht außerhalb der AfD Konsens darüber, dass bestenfalls sogenannte bedürftige Schüler unentgeltlich mit digitalen Leihgeräten auszustatten seien. Bitte bedenken Sie dabei zweierlei. Erstens. Erzeugen Sie damit Sozialneid unter Eltern und Schülern? Und zweitens, negieren Sie so die pädagogischen und technisch-administrativen Erfordernisse an unseren Schulen. Die Ausführung des Medienzentrums Wiesbaden im Rahmen einer Stellungnahme zur schriftlichen Anhörung zu unserem Gesetzentwurf sind darüber sehr gehaltvoll. Dieser wird aus pädagogischer Perspektive ausdrücklich begrüßt, insbesondere hinsichtlich der darin normierten Einheitlichkeit der technischen Ausstattung der digitalen Endgeräte für alle Schüler ab der Klasse 5. So schaffe die Einheitlichkeit Planungssicherheit im Rahmen der Unterrichtsgestaltung für Fortbildungs- und Unterstützungskonzepte für die Lehrkräfte, gegebenenfalls auch für Schüler und deren Eltern, sowie für die Beschaffung von digitalen Anwendungen bzw. digitalen Lehrwerken, die häufig nicht plattformunabhängig existieren. Ferner sollten in begründeten Fällen auch privatwirtschaftliche Anbieter in den Beschaffungs- bzw. Verteilungsprozess eingebunden werden. Auswahl, Wartung und Finanzierung der digitalen Endgeräte seien als originäre Landesaufgabe zu begreifen. Diese Anregungen des Medienzentrums Wiesbaden wurden von uns folgerichtig in den Ihnen vorliegenden Gesetzänderungsantrag aufgenommen. Das Medienzentrum verweist ferner darauf,
dass, Zitat, viele Lehrkräfte es begrüßen, wenn in den Jahrgängen 1 bis 4 die Digitalität den Unterricht nicht flächendeckend durchdringt, sondern auch in nennenswertem Umfang mit analogen Materialien und in eigenen Händen gearbeitet wird. Zitat Ende. Genau so ist es, meine Damen und Herren. Denn bei Grundschülern steht vor allem die Vermittlung der Kulturtechniken, Lesen, Rechnen sowie die Beherrschung der Handschrift im Mittelpunkt des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Die Zuweisung der digitalen Endgeräte soll daher ausschließlich den weiterführenden Schulen vorbehalten sein. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte bewertet unseren Gesetzentwurf gleichfalls positiv. Medienerziehung gehöre heute zum schulischen Unterricht. Unsere Novellierung des Schulgesetzes trage zum Nachteilsausgleich für die aus finanziell benachteiligten Familien stammenden Schülern bei. Der Staats- und Verwaltungsrechtler Professor Ehlicker beurteilte unseren Gesetzentwurf im Rahmen der Anhörung primär aus juristischer Perspektive. Er bestätigte die Notwendigkeit der Anpassung des Schulgesetzes an die Fortentwicklung der Verfassungswirklichkeit. Herr Abgeordneter Scholz, sparen Sie sich noch was für die dritte Lesung auf, weil jetzt ist Ihre Redezeit rum. Ist sie aus? Ist sie rum? Ich möchte nur zum Abschluss bilanzieren. Gestatten Sie mir noch einen Abschluss. Die zustimmenden Voten der anzuhörenden Experten, Schulpraktiker, Kommunalpolitiker und Elternvertreter, mit denen wir zahlreiche Gespräche geführt haben, bestärken unsere Auffassung dahingehend, dass unsere Gesetzesinitiative zur Erweiterung der Lernmittelfreiheit hier der richtige und längst überfällige Schritt war. Und an dieser Stelle, damit komme ich auch zum Schluss, möchte ich all jenen meinen Dank aussprechen, die sich hierum bemüht haben. Ich freue mich auf die finale dritte Lesung und ich bedanke mich für die geschätzte Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Scholz. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abgeordnete Steinrath das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie bereits in der ersten Lesung mitgeteilt, vielen Dank, hat sich unsere ablehnende Meinung zum AfD-Antrag nicht wesentlich verändert. Untermauert wird dies nun auch noch mit der Empfehlung durch die Ablehnung im Ausschuss. Ebenso wenig zielführend war die Anhörung zu diesem Thema. Ich habe beim letzten Mal bereits betont, dass allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern der Zugang zu digitalen Geräten wie Laptops, Tablets und PCs möglich ist. Ebenso die Ausleihe, gerade für Familien, die darüber nicht verfügen. Das verdanken wir vor allem dem Digitalpakt, der Teil der Haushaltsplanung ist. Die von Ihnen geforderte Summe für Ihr Vorhaben übersteigt die Mittel hierfür massiv und eine Gegenfinanzierung ist nicht vorhanden. Ich bin der Meinung, dass wir mit dem derzeitigen Modell sehr gut fahren und allen Schülern, die es benötigen, die Ausleihe von Tablets und Ähnlichem ermöglichen. Lieber Herr Scholz, Sie tun ja gerade so, als ob wir noch mit Schiefer, Tafel und Griffel arbeiten würden in der Schule. Das kam teilweise jetzt so rüber. Und die Realität sieht doch ganz anders aus, dass ein Großteil der Haushalte über digitale Endgeräte verfügt. Kleines Beispiel aus meinem Wahlkreis. Erste Welle, das war in der ersten Welle, als es ging von heute Präsenz auf digital. Da haben die Schulen sich mit Eltern zusammengetan und gefragt, hat jemand noch Geräte über? Ich hatte in einer Schule 50 Geräte und ausgeliehen wurden 3. Also da sehen Sie mal, wie viel gar kein Endgerät zu Hause gehabt haben. Und in dieser, und wie gesagt, das war die erste Welle und es hat sich jetzt auch schon viel getan, denn wir haben Geräte auch angeschafft. Ja, aber die Geräte und das Geld kamen teilweise von uns, gell? Ja. Mit der Verteilung hat es auch am Anfang gehabert. Das würde bedeuten, dass Sie mit Ihrem Gesetzesentwurf jedem Schüler noch ein Gerät zusätzlich geben. Ich weiß nicht, was man mit 2 Geräten anfangen soll. Das erachten wir als CDU als kontraproduktiv. Gerade in der Pandemie hat die Landesregierung dafür gesorgt, dass weitere Endgeräte angeschafft wurden und auch über die Landkreise und Schulträger ordentlich verteilt worden sind. Von der Grundschule bis zur Oberstufe ist der Bedarf mehr als gedeckt.
Und Sie brauchen sich auch keine Sorgen zu machen, dass in den Grundschulen nur noch dann auf den Laptops rumgetippert wird. Aber je früher man Kinder an Digitalisierung heranführt, umso einfacher ist es später auch im Berufsleben. Wir gewährleisten bereits Chancengleichheit für alle Schüler. Und wir werden auch weiterhin daran arbeiten. Wir lehnen den Antrag daher ab. Ich bedanke mich für Ihre Anteilnahme oder Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Steinratz. Für die Fraktion der Grünen hat jetzt der Abgeordnete Diefenbach das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Digitalisierung des Schulwesens wird alle Bundesländer und den Bund auch noch in den nächsten Jahren viel Geld kosten. Unter anderem deshalb müssen wir Ihre Anträge und Gesetzentwurf ablehnen, denn die Frage der sozialen Gerechtigkeit wird in Ihrem Gesetzentwurf entgegen Ihrer Rede gerade nicht thematisiert. Ob Familien ein hohes oder niedriges Einkommen haben, spielt bei Ihnen gar keine Rolle. Sie verteilen einfach nur pauschal und benachteiligen dadurch diejenigen, die schlechter gestellt sind. Ihr Gesetzentwurf strotzt davor, Digitalisierung zum Selbstzweck zu machen. Das ist für uns keine sinnvolle Perspektive. Wir brauchen öffentliche Mittel für Schülerinnen und Schüler, die ihre bedürfen. Wir brauchen keine Digitalisierungsfantasien, die den Sinn der Schule am Ende gar nicht mehr thematisieren. Der Digitalpakt, der bestehende, und die Annexe 1 bis 3 legen eine gute Grundlage für die schulische Digitalisierung. Alle Akteure, Land, Schulträger, Schulen vor Ort, müssen gut zusammenarbeiten. Dann kann und dann wird dieser Prozess auch gut gelingen. Und wenn Sie möchten, können Sie sich gerne an diesem bereits bestehenden Prozess beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Diefenbach. Für die Fraktion der Linken hat jetzt die Abg. Kula das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Scholz, ich finde es immer wieder erstaunlich, mit welcher Hybris Sie hier eigentlich ans Pult gehen und auftreten, gerade wenn man sich mal anschaut, wie viel Rückmeldung es eigentlich wirklich bei Ihrer Anhörung gab. Ich weiß nicht, wie viele sich zurückgemeldet haben, Anzuhörende 3 oder 4 oder 2,5. Also das ist wirklich, Ihr Auftritt hier ist ja wirklich theaterreif. Insgesamt ist natürlich dieser Gesetzentwurf für alle, die sich ein bisschen mit der Politik in den Parlamenten, im Hessischen Landtag, aber auch im Bundestag oder anderen Landtagen beschäftigen, sofort erkennbar als ein soziales Feigenblatt der AfD-Fraktion, weil die ja sonst immer keine Möglichkeit auslässt, nach unten zu treten, sei es gegen Geflüchtete, gegen erwerbslose, arme Menschen. Also und jetzt wollen sie sich auf die Lernmittelfreiheit beziehen, die ja eine soziale Errungenschaft ist, die auch nicht vom Himmel gefallen ist, die erkämpft wurde und die auch in unserer hessischen Verfassung, in unserer sozialistischen hessischen Verfassung auch verankert ist. Deswegen, das lassen wir Ihnen jetzt so natürlich nicht durchgehen. Die inhaltliche Diskussion darüber führen wir auch noch mal morgen anhand von einem Setzpunkt der CDU. Da will ich jetzt Ihren Versuch hier als soziales Feigenblatt sich das vor sich herzutragen nicht durchgehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kula. Für die Fraktion der SPD hat jetzt die Abg. Geis das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch in der zweiten Lesung wundert es doch sehr, wie die AfD-Fraktion für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, was für hessische Schülerinnen und Schüler das Beste ist und wie sich Hessen digital aufzustellen hat. Die Expertenrolle bei diesem Thema möchten wir Ihnen nach vielen erlebten Diskussionen im KPA allerdings nicht zuschreiben. Fast 2 Jahre Pandemie sind vorüber, und man hat gerade in Zeiten von Hochrisikogebieten, ansteigenden Inzidenzen und Omikron nicht das Gefühl, dass sich der Horizont der AfD an dem Punkt gelichtet hat.
Manch einer mag noch immer sagen, dass die Digitalisierung ein Trend ist, der vorüberzieht. Wer dieser Meinung ist, täuscht sich gewaltig. Die Digitalisierung wird nicht nur an unseren Schulen unerlässlich sein. Sie wird individuelle Förderung für Schülerinnen und Schüler besser möglich machen, Lernen und Lehren flexibler gestalten und Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich in einer digitalisierten Welt gut zurechtzufinden. Für all diese Erkenntnisse brauchen wir die AfD-Fraktion allerdings nicht. Für Lösungsvorschläge erst recht nicht. Was wir vielmehr brauchen, sind konkrete und mutige Ideen, wie wir als Politik zielgerichtet auf neue Herausforderungen eingehen und sie meistern können. Da schauen Sie sich am besten die Lösungsansätze der SPD-Fraktion an. Dort finden Sie genügend Beispiele, wie Digitalisierung und Schule prima in Einklang gebracht werden kann. Die SPD-Fraktion wird dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Wir brauchen echte Lösungen für gute Bildung unserer Schülerinnen und Schüler, damit sie bestmöglich auf die digitalen Herausforderungen der heutigen Zeit vorzubereiten sind. Zur Anhörung hat die Kollegin Kula Zutreffendes gesagt hinsichtlich der überaus übersichtlichen Menge an den Leuten, die sich daran beteiligt haben. Wir sehen bei dem Gesetzentwurf der AfD bei weitem das nicht gegeben und werden ihn, wie gesagt, ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Geis. Und für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt gleich der Abg. Bromny das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Aussprache zu dem vorliegenden Gesetzentwurf werde ich sehr kurz halten. Es haben sich ja auch kaum Anzuhörende zurückgemeldet. Also man kann feststellen, Ihr Gesetzentwurf scheint nicht gerade auf besonders großes Interesse gestoßen zu sein. Drei kurze inhaltliche Bemerkungen machen. Der Entwurf enthält einige problematische Regelungen. Darauf habe ich ja auch schon im Rahmen der ersten Lesung hingewiesen. Scheinbar haben Sie das nicht berücksichtigt. Mein zweiter Punkt, die Berechnung der Kosten, ist nicht seriös. Das ist schlicht und ergreifend nicht seriös, was Sie da vorgelegt haben. Denn für eine flächendeckende Ausstattung mit angemessenen Geräten fallen wesentlich höhere Kosten an. Das ist nun mal Fakt. Und mein dritter Punkt, wir kritisieren, dass Sie sozusagen die landesweite Beschaffung und Verteilung der Geräte vorsehen. Wir sind der Meinung, dass vor Ort viel flexibler agiert werden kann. Und auch Ihr Änderungsantrag schafft da keine Abhilfe. Ganz im Gegenteil, der verschlimmbessert den ganzen Punkt nur noch weiter. Und als kompetente Digitalisierungspartei lehnen wir daher Ihren Gesetzentwurf wie auch Ihren Änderungsantrag entschieden ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abg. Bromny. Als nächstes hat der fraktionslose Abgeordnete Kahnt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja schon einiges gesagt worden, aber ich möchte es doch noch einmal festhalten. Hier in diesem Antrag, der wird eigentlich viel Lärm um nichts gemacht. Es ist im Grunde genommen auch das, was in diesem Änderungsantrag drinsteht, überhaupt nicht ernst zu nehmen. Allerdings möchte ich ganz gerne noch einmal eins festhalten. Liest man das Programm der AfD, und dann sieht man im Grunde genommen, was die AfD gerade im bildungspolitischen Bereich möchte. Ja, das sieht man daran. Schön, dass sie sich aufregt, die AfD-Fraktion. Ja, also das ganze Programm braucht man, das Landtagsprogramm. Ich will es noch wiederholen. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Bei zwei Minuten eher nicht, oder? Jetzt geht es nicht bei zwei Minuten, das ist zu kurz, aber gerne später. Nein, ich will ganz gerne noch Folgendes machen, noch dazu sagen. Also das, was im Grunde genommen in diesem Programm drinsteht, ist tatsächlich kontraproduktiv zu dem,
was in diesem Antrag vorgetragen wird. Der Antrag ist eigentlich nichts weiteres, als dass er eine bestimmte Wählerschaft bedienen möchte. Und die AfD gibt sich hier besonders fortschrittlich. Sie ist es aber von ihrem Wesen, von ihrem Grundsatzprogramm, was sie selbst eigentlich immer vorgetragen hat, nämlich, dass sie beispielsweise nur das Lesen und das Schreiben und so weiter verfolgen will. Digitalisierung waren Fremdworte für sie, wie vieles andere auch Fremdworte sind. Also bleiben wir bei der Ehrlichkeit. Das ist nicht ernst zu nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kahnt. Für die Landesregierung hat jetzt der Minister Dr. Lorz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie wir bereits in der ersten Lesung festgestellt haben, ist dieser Gesetzentwurf für die Erreichung seines vorgeblichen Ziels, nämlich einer guten Ausstattung mit digitalen Endgeräten an den Schulen, nicht nötig. Da Bund, Land und die Kommunen als Schulträger dafür im Rahmen des Digitalpakts mit seinen drei Annexen bereits Sorge getragen haben. Er ist also in der Sache überflüssig. Alles, was er an der aktuellen Situation noch verändern will, ist die Verlagerung der kompletten Kostenlast für die Zukunft auf das Land. Meine Damen und Herren, das ist nichts weiter als der durchsichtige Versuch, mit der kostenlosen Ausgabe von zweifellos hilfreichen und sinnvollen Wertgegenständen Zustimmung bei Bürgerinnen und Bürgern zu erwerben. Und damit machen Sie Ihrer Bezeichnung als Populisten wieder einmal alle Ehre. Ich könnte jetzt noch lange darüber philosophieren, warum ich es nicht für geboten halte, dass beispielsweise meine Tochter, die ja in diesem Jahr in die Schule kommt, in Klasse 5 ein digitales Endgerät auf Staatskosten erhalten muss. Aber ich habe Ihnen ja in der ersten Lesung versprochen, dass wir uns auch der handwerklichen Seite Ihres Gesetzentwurfs noch einmal zuwenden würden. Denn selbst wenn man der Ansicht wäre, dass das so gut und richtig ist, könnte man ihn so nicht vernünftig umsetzen. Und durch den Änderungsantrag, den Sie immerhin als Ausfluss der Anhörung noch nachgereicht haben, sind diese Mängel eher noch zahlreicher geworden. Das beginnt schon im Ursprungsentwurf mit dem weitgehend inhaltsleeren § 10 Absatz 4, wonach die Erfordernisse zur Bereitstellung digitaler Lehrwerke bei der Entscheidungsfindung über ihre Einführung berücksichtigt werden sollen. Meine Damen und Herren, was soll eine Fachkonferenz an der Schule, die diese Entscheidung ja trifft, davon halten, wenn der Gesetzgeber meint, ihr ins Stammbuch schreiben zu müssen, sie soll sich bei der Einführung eines Lehrwerks auch über seine Bereitstellung Gedanken machen. Das ist schon herb. Aber jetzt kommt dazu noch ein neuer § 153 Absatz 6. Danach sollen bestimmte Tätigkeiten zum einen als originäre Landesaufgabe konzipiert werden. Das stand an anderer Stelle auch schon im ursprünglichen Gesetzentwurf. Aber was in aller Welt soll das denn heißen? Und die Krönung ist jetzt der neue Satz 2. Wonach das Land in sachlich begründeten Fällen dafür noch Aufträge an Dritte vergeben kann. Also erstens, die öffentliche Hand kann sowieso ohne sachliche Begründung keine Aufträge an Dritte vergeben. Zweitens, wollen Sie jetzt das europa- und bundesrechtlich determinierte Vergaberecht verändern? Und wenn Sie das nicht wollen, dann ist auch das einfach nur ein sinnfreier Hinweis. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Der Gesetzentwurf ist überflüssig, politisch verfehlt und juristisch großenteils unbrauchbar. Ich habe auch keine Hoffnung, dass sich das in der dritten Lesung ändert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Dr. Lorz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD mit der Drucksache 20-7698 zu Drucksache 20-6052 angekommen und überweisen ihn zusammen mit dem Änderungsantrag der AfD mit der Drucksache 20-7727 zur Vorbereitung der dritten Lesung in den KPA.